Das kann ich auch gerne so sagen. Also, nach meiner Quengelei ist Platten jetzt wieder drunten. Also, da habe ich echt. Nee. Das heißt verloren. Also, die Folge: Darko weint wie ein Baby. Das wäre. Wie heißt das, wenn man die Leute einfach nur. Oh, scheiße, weiß? Darko, weißt du was? Unser Buch mit den Koordinaten ist weg. Hey, warum? Das hab ich. Ja, nee, hast du da jetzt gesaved? Ich hab das nicht mehr im Inventar gehabt. Oh, ich hatte das nämlich schon mal im Inventar. Nee, ich hatte es zum Glück nicht mehr im Inventar. Ich hab auch keine Fehler. Ich muss dann. Tintensack hab ich auch nicht. Ich muss dann. Ein Buch hab ich ja noch. Ich könnte mir also nachher noch eins craften. Da musst du mir deins mal geben, damit ich mir die Sache rausschreiben kann. War ich später. Ike? Ja. Waiter, danke. Hm? Dann baue ich mal mein Häuschen weiter. Kleiner Tipp, bevor du irgendwas machst, erstmal Fenster und eine Tür rein. Ja, ich musste bei dir sogar schon eine Fackel setzen. Das war schlimm. Zwei Außerdem, Fackeln. Ike, ich habe nochmal analysiert, ich hätte meine Tode vermeiden können. Und zwar alle außer den ersten. Oh, Darko. Ich habe in meinem Haus nicht richtig gleich ausgeleuchtet. Oh, Darko, du bist mit Justin gleich auf. Ich weiß. Wollen wir jetzt mal kurz schlafen gehen? Kann ich, bin weg. Ja, und dann heult er rum, wenn auf einmal Level 10er Phantome kommen und ihm one-hitten. Das ist die erste Nacht. Übrigens, ich habe mir heute deine Folge 2 angeschaut. Gute Frage. Findest du mich auch leise, besonders wenn er was abbaut? Oder alle von uns? Das ging an dich, Justin. Ach so. Nö. Du Ich hab dich ja bei Minute 9:25 habe ich dich auch ganz normal laut gehört. Dann liegt das wirklich an meinem Tablet. Aber ich höre deine Minecraft-Sounds ultra laut und wenn du besonders Erde abbaust, komm ich mir so. Nee, ich hab's ganz normal wahrgenommen, die Auffolge. Ach, Scheiße! Die war ganz normal. Der hat mir erstmal 4 Herzen abgezogen, der Zombie. Ich bunker mich ein. Hier ist doch kein Vanilla mehr. Das ist noch Vanilla. War nicht so, wie es Aber der Dings hier ist jetzt auch safe. Ich habe das jetzt hier gemacht. Damit Darko sich darüber nicht auch noch beschweren kann, dass es hier Mobs regnet. Hatte ich das nicht zugebaut? Nee, ich hab dir gesagt, es bleibt offen, weil dort das Glas hin soll. Hier kommt ja noch ein Dings hin. Ach ja, stimmt, darum sollte ich es ja offen lassen. Genau, und da habe ich jetzt Glas hingesetzt. Okay. Aber der Zombie ist gar nicht so wirklich schneller. Gefühl? Nee, das habe ich ja ausgestellt komplett. Ich habe gedacht, klang so, als ob du das bisschen schneller gemacht hast. Wo ich getestet habe, ich musste dem Skelett hinterher rennen, damit ich es überhaupt kriege. So schnell war's. Oh, Ike, ich habe auch meine zweite Glück-3-Picke mitgehabt. Scheiße. Ja. Ich habe mal von vorne machen. Was bedeutet, wir kommen auch so schnell nicht mehr an Dias, weil wir kein Glück mehr haben. Ja. Glück liegt im Auge des Betrachters. Ich meine Verzauberung. Also wenn ich farmen gehe, dann habe ich wieder Glück. Ja, oder Darko, ich farm einfach so 3 Stunden und Darko geht einmal kurz in die Mine und hat dann den ersten Dia gefunden. Justin, weißt du? Kämpf mal gegen den Zombie hinter dir. Bitte ihn jetzt wirklich dazu bringen, dass du gleich 4, 5, 6 Hits hat er gebraucht. Und wie viel brauchst du? Ich hab kein verzaubertes Schwert. Ich hab auch kein verzaubertes Schwert. Doch? Ich hab Rückstoß. Ich hab Rückstoß und Fahrt drauf. Da bringt nichts bei Zombies. Ich hab genauso viel jetzt gebraucht. Ich baue mir dann schon mal erstmal Türen ein. Ja, das wäre angebracht.
Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Das kann ich dir nicht sagen. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Das Buch brauche ich dann noch. Ich muss wieder ein neues Essen farmen. Allein Ike, du bist durcheinander. Ja, ich bin auch durcheinander. Ich hatte echt andere Pläne. Oh, das Zombie zieht aber. Ja, aber ordentlich ab. Die können, also, lass mich jetzt lügen. Ich glaube, das Maximale, was die abziehen können, wären dann, glaube ich, 5 Herzen. Trotz Dia-Rüstung. Halt. Aber, ach nee, warte mal, ich habe gar keine Rüstung mehr an. Deswegen habe ich 5 Herzen verloren. Okay, ich nehme es zurück. Maximal 3 Herzen. Nee, ich hatte ja mit verzauberter Dia 3,5 von dem Skelett. Du bist eine Ausnahme. Ich habe dir so eingestellt, dass du mehr Schaden kriegst. Weil du immer nur am Meckern bist. Das ist eine gute. Ich verbessere dich einfach nur gerne, weil sonst geht Justin irgendwo rein und denkt, ach, ich krieg eh nur ein bisschen Schaden und dann geht's am Meckern. Vor allem fette Dia-Rüstung und jetzt renne ich wieder in Eisen rum. Oh, ey. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn es nur für eine Folge war. Ehrlich gesagt, können wir mal schlafen? Es hat mega viel Spaß gemacht, auch wie gesagt. Dann müsste Darko sich kurz ausloggen, weil ich brauche mittlerweile auch Tat, das ist sehr schlimm. Ich bin runter. Und kannst drauf. Ach, ist klar, dann kommt. Kommt der Zombie genau, wenn ich aufstehe. Justin, das hatte ich beim Bloodmoon aber auch. Ich stehe auf und er schlägt mich. Was für ein Mockling. Oh Gott. Das heißt, ein Ei geht jetzt erstmal ganz. Ach nee, ich brauche was zu fressen. Vorher kann ich nicht unter Tage gehen. Boah, jetzt habe ich hier erst auf den riesen Erd bekommen. Essen, Essen, Essen. Ich brauche ganz viel Essen. Nein, na. Oh, okay, Justin ist wieder der Erste. Kurze Frage. Soll ich Explosionsschaden ausschalten? Wäre sinnvoll. Jetzt hat der Zombie meine Rüstung an. Alter, das ist Mobbing. Also ich sag nur so, klar, es wäre schöner fürs Bauen, aber es gehört auch zum Spiel dazu. Also ich überlasse euch komplett die Entscheidung. Okay, ganz kurze Frage. Das war doch du Mob Griefing. Du Mob Griefing aus, ja, aber dann können wir, ja genau, das wäre richtig. Findet er nicht den Befehl? Nee, Slash Game Rule. Du Game Rule, ach, genau. Game Rule, du Mob. Nee, dann ist es nur Mob ohne Du. Mob. Nee, mit Du. Nein, mit ohne. Du. Nein, ohne? Game Rule Mob Griefing false. Achso. Okay. Du, das Du ist mit Feuertick. Also. Weil ich hatte ja gerade die Commands vor mir. Jetzt werden sie wieder alle rummeckern. Wieso kannst du das so machen, Tick? Du hast die OP weggenommen. Aber wenn man Plugins testet, dann muss man sich OP geben. Und für jeden, der rumheult, den bitte ich. Oben rechts ist ein X in eurem Browser. Viel Spaß beim Drücken. Ja, so kann man es auch machen. Ist so. Also Rumgeheule brauche ich nicht in den Folgen dann. Also jetzt hier in den Kommentaren. Außerdem, ganz einfaches Beispiel. Wenn Ike OP ausnutzen würde, hätte er es beim Blatt gemacht. Das und zweitens, ich bin nicht irgendeiner, der sich im OP-Zustand extreme Items gibt, wie bestimmte Leute, und dann das so abspielen, als ob das legit alles erspielt ist. Da kenne ich auch den einen oder anderen mittlerweile. Und ja. Nicht für mich immer noch von den Einstellungen gemobbt. Warum? Also jetzt ist es eigentlich recht easy. Ja, tagsüber ja. Ja, auch nachts ist es easy mittlerweile. Justin, du hattest aber echt einfach nur Pech, was den Mob da betrifft. Dass er ja, ich stehe auf und dann kommt auf einmal von hinten, schießt mich erstmal ein Skelett an. Dann kommt das Zombie angerannt. Oh, Dias. Das fand ich jetzt irgendwie Mobbing. Oh, 6 Stück. Da. Also ich gebe dir dann deine 3 Dias auf jeden Fall wieder, Justin.
Super. Ach du Scheiße. Ach, und falls es dir, Justin, das kriegst du auch, du kriegst jetzt automatisch mehr XP. Ah, nee, durch, ist mir noch nicht durch aufgefallen. Durch das Level-Mob, ne? Ich bin gerade unter Tage, hab eben mal Kohle, Redstone und Gears abgefarmt, hab schon wieder 7 Level. ich besorg mir jetzt, ich gehe jetzt etwas weiter weg, war mein Plan, mach mir eine Schaufel. Und fahr ein bisschen, bisschen Sand. Kannst du auch bei uns im See abfarmen, den Sand, weil ich dort unten sowieso noch was hinbauen möchte und ach, okay. Das stört das. Aber ja. Nur unten drinne, weil am Rand bitte versuchen zu lassen. Ja. Gut. Arschloch, ich habe kein Wasser mitgenommen. Wo, was für, eine erste Frage, was willst du hinbauen und wo genau? So ein kleines Unterwasserding will ich da hinbauen. Achso. Ein kleines Unterwasserhäuschen oder wie auch immer. Ja, wo denn genau? Da wo Platz ist. Du kannst eigentlich mittig im See alles abfahren, was sich da befindet. Bei deinem Steg da mittig? Unterm Steg zum Beispiel kannst du auch abfahren, wenn dort der Sand ist. Okay. Also meinst du jetzt, wo der Steg ist, da so warte, ein mittig? Warte, ich komm gleich hoch, weil ich will hier auch gleich Picke verzaubern. Ah. Ne, ich fahr mir da ein bisschen Essen in der Zeit. Und leidet ja gerade so ein bisschen unter Hungersnot. Und wir haben ja noch was. Wir haben ja zwei Villager-Dörfer gefunden. Ja. Die Mobs sind jetzt stärker. Das heißt, das Villager-Dorf wird eine Mauer brauchen, wenn wir dort handeln. Die Mauer braucht ein Gate, das per Knopf oder besser gesagt per Hebeldruck auf und wieder zugeht. Da kommst du ins Spiel. Das ist machbar. Das ist machbar, das weiß ich ja durch Eldercraft, aber die machen das mit Command-Blöcken. Ich mach das ohne Command-Blöcke. Gut. Aber füttern bitte nicht vergessen, Justin. Erst füttern, dann töten. Ich hätte da eine Bäre gerade hingesetzt, so. Deswegen wollte ich einmal mal, die Bäre wieder weg. Sonst hätte ich mit Schwert drauf gehauen. Ja. Wo bist du denn? Erstmal hier deine 3 Dias. Danke. Und ab hier kannst du dann alles abfarmen. Okay, super. Einen Moment. Oh, Level 30. Da wird jetzt erstmal eine Picke verzaubert. Und Darko, du so? Ich bin wieder da. Fortune 3, Unbreaking 3, läuft. Also ich gehe gleich nochmal runter und Dias farmen, würde ich sagen. Ach, herrje. Aber guck mal, die Level kriegst du übelst schnell wieder, Darko. Durch das Level-Mob-Zeug. Ja. Kannst du dich nicht beschweren. Wo kommt... Wie hoch ist denn... Iron Nuggets her? Das Tor. Ungefähr. Dann. Wissen wir doch nicht. Ja, 3 Blöcke würde ich sagen. Das soll ja so ein Art-Torbogen sein. Also... Kannst du mal das eine Bild weiterleiten, was ich dir geschickt hatte, Dark? Schlecht. Nur, dass ich mir da schon mal Gedanken mache. Okay, dann, ja, dann mache ich das dann gleich, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Hat ja keine Ei, ne? Gleich kann ich es auch machen, also dauert nur einen Moment bei mir. War jetzt nur so, bis ja, wir dann... Denn dort ist, das ist aber ein Doppeltor, was auf dem Bild zu sehen ist. Aber wir bauen nur ein einmaliges Tor hin, beziehungsweise maximal 2, das noch in die andere Himmelsrichtung eins ist. Dass du dann ungefähr weißt und was dort dann für Blöcke sind, ob Holzfences oder Blöcke, ist mir egal. Solange es schnieke aussieht und zum Dings passt. Ja, ich hätte jetzt so eine. Ich habe jetzt schon eine Tür im Kopf. Wenn machbar, wenn man die Stadtmauer
drei Blöcke bis vier Blöcke dick macht. Ja, das sowieso. Man soll ja dann auch auf der Stadtmauer rumlaufen können. Achso, okay. Hm. Auch wenn wir uns dort kaum aufhalten werden, aber es soll ja trotzdem schnieke aussehen. Ja, also wenn man, dann ist er ja eh so, würde ich dann fünf dick vielleicht machen, dann hat man eine schöne Mitte, wo das Tor reingeht. Ja, dann hat man noch eine Mitte. Nee, Darko, du musst es jetzt so sehen, du baust Block 1 und Block 5 und Block 2, 3, 4 ist hohl. Also. Jetzt, du musst jetzt nicht wirklich, wenn die 5 hoch ist, dass die 5 mal 5 ist dann. Das wäre zu übertrieben. Ike wusste, was ich meine. Ja. Obwohl 5 mal 5 ist schon scheiße, weil es quadratisch ist. Das ist keine Mauer mehr, das ist ein viereckiger Klotz. Nee, das wäre dann 5 mal 5 mal 5. Ja, genau, mit Volumen. Das Volumen ergibt sich ja allein schon, weil es ja viereckige Blöcke sind. Nein, hoch 5, breit 5 und die Länge existiert ja dann auch nicht bei 5 mal 5. Die variiert, die kannst du dann entscheiden, wie lang. Ja. Och nee, hier ist so ein hässlicher Stein. So ein Magma-Block. Und darunter ist Lava. So, ich werde jetzt erstmal hoffentlich kriege ich das hin, bis zur nächsten Nachtanbruch erstmal ein bisschen Glas geschmolzen zu haben. Was willst du, Blöcke oder Scheiben? Weil Scheiben habe ich bei mir oben in den Kisten noch ein paar. Also Scheiben, also ich brenne mir jetzt sonst welche noch gerade. Und das Brennen ist sowieso nicht schlecht. Glas brauchen wir ziemlich viel später. Aber sonst nehmen wir ja, du kannst ja bei mir zum Beispiel die Scheiben nehmen, du kannst aber trotzdem Sand farmen, weil wir den Unterwassertunnel aus Glas machen. Ja, nehme ich mir dann mal raus vor die Zombies und alles. Musst du gucken, ganz oben ist mein Kistenlager und da sind dann über den Kisten noch Schilder dran. Irgendwo steht dann Erde, Sand und noch irgendwas und da in der untersten ist dann Glas drin. Einmal normales und dann, also normale Scheiben und getönte weiße Scheiben. Essen, Erze. Das müsste auf der anderen Seite sein dann. Stein, Erde, Sand. Genau, Sand. Und da auf dem Schild, wo Sand steht, dann unten in der untersten Kiste, da müssten Glasscheiben sein. 12 Stück, das reicht erstmal, um mich zu sichern. Ja, du kannst ja auch die weißen nehmen. Du kannst ja unten weiß, wenn du sie 2 hoch machst, unten weiß und oben durchsichtig machen. Ja, ich hatte ja eigentlich ganz durchsichtig mir so im Kopf gesetzt. Ja. Ich weiß nicht, ich finde die weißen Glasscheiben nicht so schön. Ich finde durchsichtige irgendwie schöner. Ja, oder grüner. Ich hab's bei mir halt so in den Fenstern gebaut, dass man denkt, mittig ist vielleicht eine Gardine oder so dran. Aber man trotzdem durchgucken kann. Das ist nicht so mal. Und wenn du später mal Redstone brauchst, bedien dich an meiner Kiste. Ja, oder meine. Also Redstone ist das, was wir Sand und Meer haben. Ja. Jetzt hab ich ein Problem. Ich auch, ich finde gerade keine Dias mehr. Nee, Problem. Ich setz erstmal unten überall Glasscheiben hin und das hat irgendwie gerade nicht hingehauen. Ich hab auch noch nicht wirklich Dias. Na ja, jetzt, wo ich eine Fortune-Picke habe, taucht nichts mehr auf. Ist voll die Sauerei. So, jetzt bin ich erstmal safe hier drin. Jetzt kann ich hier nichts machen. Hast du Fortune 3 eigentlich? Was? Fortune 2? Nee. Fortune 3. Ja, Fortune 3. Okay, dann machen wir es so, wenn ich die jetzt finde, ich baue sie nur auf und dann lass ich sie von dir abbauen. Obwohl, ja, kannst du auch Fortune vielleicht schreiben. Ich hab überhaupt kein Fortune zurzeit. Ich habe schon wieder 28 Level, ich kann bald loslegen und wieder verzaubern. Können wir noch hier so ein Plugin drauf haben, wo man sieht, ob man genug ausgeleuchtet wird? Gibt's sowas? Du kannst gerne mir einen Link dazu schicken, ne? Klar, dann hau ich das drauf. Super. Mach ich dann gleich. Das hau ich dann erst drauf, wenn heute hier komplett zu Ende ist und das Server wieder runterfährt. Weil ich will jetzt euch nicht nochmal bitten, hier runter zu gehen und tausendmal restarten. Das hatte ich ich hab ja auch eins Dings.
Server und das hat sich auch eigentlich beim laufenden Betrieb hinzugefügt und das hat geladen im laufenden Betrieb. Deswegen habe ich gedacht, das würde bei dir dann auch laden. Ich kenne das halt nur mit Server Restart. So hat man es mir halt immer erklärt. Also ich bin auch für alles Neue immer offen. Ja, nur wie du schon gesagt hast, das funktioniert nicht in allen Fällen. In manchen ja, manche Plugins machen das, manche nicht. Das unterstützt das Reloaden zufällig. Okay. Das könnte man auch, wenn du deine Aufnahme gleich fertig hast, mal ausprobieren. Wir machen das wirklich dann nach der Session. Oder? Ja, oder nach der Session. Das eigentlich jetzt schon wieder wirklich nach dem Ding suchen und dann funktioniert die Version nicht. Siehe. Nee, ich kann gleich also einen Link schicken mit der passenden Version. Das ist. Mach einfach mal. FileZilla zu öffnen geht ja schnell und reinziehen auch. Ja, genau. Mach ich. Jupp, Aufnahme ist auch gleich zu Ende. Jetzt bin ich in der Aufnahme wieder größtenteils nur unter Tage. Farmen. Ist zwar langweilig, aber ihr seht unsere Lage, ist notwendig. Es gehört dazu. Ich werde das jetzt auch nicht als Timelapse machen. Weil erstens, wir diskutieren über schöne Themen wie Plugins. Oder. Ja, oben rechts oder links in der Ecke ist das sowieso schon ein Timelapse-Video. Aber jetzt muss ich. Ich finde gerade echt keine. Oh, Dias! Wow, ich sollte mein Maul nie so weit aufreißen. Wie viele? Oh. Ich hatte schon. Oh, 14 Fragen. Stück! Plugins. Oder soll ich dir gleich schon die passende Datei schicken? Wenn es über Discord geht, kannst du auch machen. Mal gucken, ob ich den noch hier auf dem Computer irgendwo rumziehen habe. Da, das sollte eben das sein. Der Ike. Du müsstest, was ich nicht weiß, ich spiele ja auf einem anderen Server mit OP, ob ich und Darko die Berechtigungen haben, um uns das anzeigen zu lassen, die Helligkeit. Da müssen wir dann mal gleich gucken. Ja, dann ansonsten schalte ich die Permission aus. Genau. Wie beim Elevator Mod. Na, geht. Aber da muss ich dann sowieso einen Server Restart machen. Ja, dann kann man das ja nächstes Mal machen. Yep. Das umstellen, aber. Oh. Stehe ich jetzt gerade AFK? Ja. Das ist. Ich bin riskant gerade. Aber eigentlich bin ich ja safe in meinem bescheidenes Häuschen. Wenn Fenster und Tür drin sind, sowieso. Ja, ist. Habe ich noch vor Nachteinbruch reingezimmert bekommen. So, 23 Minuten. Ich will jetzt noch einen Code vorkommen, mindestens finden, um Level 30 voll zu machen, damit ich verzaubern kann. Genau, passt. 30, wir haben gleichzeitig begonnen und ich bin gerade mal 20. Und Kohle. Oh, und Redstone und Level 30. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, bist du ohne Level reingegangen? Nö, mit Level 27 bin ich rein. Ach, ich dachte gerade. So, eine Fackel setzen, sonst gibt's wieder Rumgeheule. Naja, ich komme mit 14 Dias her und habe nur ein Vorkommen gefunden. Das lohnt sich. Ja. Und unseren Minenschacht, Justin, wirst du unten auch nicht mehr wieder erkennen. Denn der ist ja jetzt dreie breit vorne und der wird bis zum Arsch der Welt auch 3x3 sein. Und überall, wo wir einen Gang reingraben, also alle zwei Blöcke,
setzt man immer eine Tür hin, damit die Mobs aus dem Gang nicht rauskommen, falls man in eine Höhle reinkrebt oder so. Ja. Man muss nur aufpassen. Irgendwo haben wir anstatt 2, 3 Blöcke dazwischen gelassen. Oh, ist ja nicht schlimm. Ja, ich weiß auch nicht, wie das dazu gekommen ist. Und Creeper vor der Haustür. Komm zu meinem bescheidenen Häuschen. Ich renn grad zu mir. Achso. Ich hab gedacht, nur wenn du da nicht reinkommst wegen den Creeper. Nee, ich hab Sticks dabei, eine Picke. Lapis ist ja hier drin in der Kiste. Sonne geht sowieso auf. Ich mach mir jetzt Laternen. Efficiency 4, Unbreaking 3, die craft ich mir dann gleich zusammen. Weißt du, wie man Laternen macht? Eisennuggets, außenrum und in der Mitte eine Fackel. Richtig. Ich wollte mal gucken, ob du das weißt. Zufällig. Und sonst nimmt man doch einfach die aus den Dörfern. Psst, darf keiner wissen. Ike, ja. Du weißt schon, wenn du die Glocke abbaust, zählt das nicht mal als richtiges Dorf? Irgendwie so, was war das doch, oder? Nee, dann kannst du sie nicht mehr warnen, wenn ein Pillager-Angriff ist. Achso. Außerdem bei unserem, wo wir hingaben, glaube ich, hast du die Glocke stehen lassen. Ja, bei dem. Ich habe nur eine Glocke gemobst. Okay, ich mache den nächsten Stack Redstone-Blöcke mal ganz kurz fertig hier. Ich habe nur einen Redstone-Block. Hast du mal bei mir reingeguckt, wie viele Blöcke ich davon habe? Sei froh. Also für das Tor brauche ich schon einiges an Redstone. Also ich habe 4 Stacks Redstone-Blöcke, 29 Redstone-Blöcke und 40 normale Redstone. Ne, 49, 50, 51, 53 normale Redstone. Das lohnt sich. Ja. So, ich habe jetzt wieder meine soweit es geht gute Picke für Buddelaktivitäten. Ich habe halt leider mehr als nur eine Picke verloren. Das ärgert mich immer noch. Dago, mein verzaubertes Schwert, meine verzauberte Schaufel, das ist ja auch alles wieder weg. Ja. Ich heule auch nie immer rum. Taco kann nichts anderes. Sorry, Taco. Das ist kein Heulen, das ist Meckern. Also, testet man doch, wie stark die sind.